Was schreibt ihr mich jetzt alle an? Ich bin auch beschäftigt. Was ist mit Vivi? Entschuldigung. Punkt, Punkt, Punkt. Doppelte Ausführung. Ah, zwei Ausrufezeichen. Mein Name ist Vivi. Ach du Schreck. Die bewegen sich ja. Diese Marionetten aus Dali werden von genauso aussehenden Marionetten transportiert. Vivi. Vivi! Vivi! Doppelpunkt, Doppelpunkt. Ausrufezeichen, Entschuldigung, doppelte Ausführung. Guckt sie euch an. Das macht doch wirklich nur die Zipfelmütze. Und? Hast du mit ihnen sprechen können, Vivi? Nein. Irgendwie sehen die durch mich hindurch. So, als wäre ich Luft für sie. Ich habe immer wieder versucht, mit ihnen zu sprechen. Aber sie ignorieren mich einfach. Vivi. Entschuldigt mich bitte kurz. Ich gehe mal ein bisschen rauf. Wenn ich nicht bald was unternehme, dann landen wir noch in Alexandria. Punkt, Punkt, Punkt. Doppelte Ausführung. Ich muss mal eben kurz was schreiben. Entschuldigung. Kümmere dich ein bisschen um Vivi, ja? Oh, diese Stelle. Das ist die erste Stelle, wo ich sagen muss, wo ich wirklich sage, Final Fantasy 9 kann auch sehr ergreifend sein. Auch wenn ich nicht mehr... Auch nicht mehr das neueste Modell dieser Motor. Aber auf die modernen Nebelantriebe haben, hat eben... Satzbau FTW. Aber auf die modernen Nebelantriebe hat eben Lindblom das Monopol. Naja, der Kahn ist wohl schon seit Ewigkeiten im Einsatz, aber sie haben ihn gut in Schuss gehalten. In Sachen Maschinenbau hat Alexandria einiges nachzuholen. Ist also seltsam, in einem Dorf wie Dali neueste Technologie anzutreffen. Hallo. Punkt, Punkt, Punkt. Dreifache Ausführung. Eine Weltneuheit. Da will ja. Punkt, Punkt, Punkt. Die doppelte Ausführung wieder. Was mache ich jetzt nur? Irgendetwas muss doch zu tun können. Muss ich doch tun können. Wie konnte so etwas nur überhaupt geschehen? Ah. Kleinen Moment bitte. Ah. Mal ein bisschen stärker räuspern. Die Stimme ist doch ein bisschen anstrengender, als ich dachte. Und dann noch so viel Text. Da hatte ich alles so geschickt eingefädelt. Ja, gefickt eingeschädelt. Und dann startet das Schiff, bevor ich die Prinzessin an Bord kommen konnte. Bevor die Prinzessin an bla bla bla, ihr wisst das schon. Wie soll ich das bloß Königin bringen? Hey, Alter, was sollte das gerade vorhin? Wir hätten es beinahe nicht an
nicht mehr an Bord geschafft. Daran ist die Besatzung hier schuld. Du, wo ist die Prinzessin? Im Maschinenraum. Hat sie es also doch an Bord geschafft? Ich weiß ja nicht genau, was du vorhast, Kerl! Aber fest steht, dass dieses Frachtschiff nach Alexandria fliegt. Und genau dort. Und dort wirst du hängen für die Entführung. Genieße also den Flug. Es werden nämlich die letzten Stunden deines miesen Lebens sein. Habe ich hier noch irgendetwas zu mitzunehmen? Das wäre ja auch zu schön gewesen. Steiner? Glaubst du im Ernst, ich lasse dich zur Prinzessin durch? Dann machen wir was anderes. Hallo? Wir haben auch noch günstigen Wind. Wie vortrefflich. Königin Brain wird überaus zufrieden mit mir sein. Jetzt, wo die Dinge so dastehen. Wäre dieser Räuberjunge nicht gewesen, dann würde ich jetzt wohl tatsächlich ohne die Prinzessin auf dem Weg zum Schloss sein. Vielleicht sollte ich mich dafür einsetzen, dass er nur lebenslänglich erhält. Diese Vorgehensweise geziemt sich nun mal für einen wahren Ritter. Aber sobald wir im Schloss angekommen sind, muss ich herausbekommen, was es mit dieser merkwürdigen Besatzung auf sich hat, die scheinbar auf niemanden reagiert. Auch für diese Vorgehensweise geziemt sich für einen wahren Ritter so. Was geschieht? Gerd, Wende. Und der schwarze Tenor 3. Punkt, Punkt, Punkt. Doppelte Ausführung, ganz schnell weg. Und noch einmal. Du! Was hast du? Hast du Schluck auf? Und die ganze Zeit schweigen. Ich muss aber auch dazu sagen, jetzt wo ich mal ein bisschen Luft habe, die Sachen mit den Tenoren, ich finde es ein bisschen schade, dass das so früh im Spiel einfach schnell abgefrühstückt wird. Weil ich hätte mir doch ein bisschen mehr erwartet von den schwarzen Tenoren, muss ich sagen. Bist du des Wahnsinns? Na warte! Du mieser Kleiner! Ja. Steiner lässt sich auf der Nase tanzen von Sidan. Hey, Alter. Scheinst die Truppe ja irgendwie verärgert zu haben. Als ich sie vorhin ansprach, da reagierten sie überhaupt nicht auf mich. Elender Kerl! Du warst doch der Auslöser des ganzen Unglücks. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ich werde diesen Kerl sofort ruhig stellen und uns auf den alten Kurs zurückbringen. Es dauert nur einen kurzen Moment. Was geschieht? Vivi, bist du in Ordnung? Ein Knirps, wie du hast das all was. War es also, der Nummer 2 erledigt hat? Das hätte ich mir nicht träumen lassen. Gegen mich, Nummer 3. Übrigens hat er in diesem Kampf die Zipfelmütze, den Zauberküras und den Escucheon. Oder irgendwie sowas in der Richtung.
Hast du jedenfalls nicht den Hauch einer Chance. Prinzess Lime, bleib da, wo du bist, bis ich diesen lästigen Störenfried aus dem Weg geräumt habe. Was soll das? Wollt ihr ihn etwa verteidigen? Was ist das? Diese willenlosen, erschaffenen Marionetten handeln selbstständig und wollen auch noch für diesen Rotzlöffel, in Schutz nehmen. Ja, und genau diese Stelle finde ich ein bisschen sehr ergreifend, was jetzt damit passiert. Geld beiseite, oder wollt ihr euch etwa mir widersetzen? Ihr Missgeburten, was fällt euch überhaupt ein? Welch Grausamkeit! Was ich mir zum Beispiel gewünscht hätte über die Tenöre, wäre eigentlich zum Beispiel, wo sie überhaupt herkommen und sowas. Das hätte mich interessiert. Punkt, 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 doppelte Ausfüllung. Uah! Meister Vivi! Wartet, ihr zwei! Lilly! Ja? Wir kümmern uns um diesen schwarzen Tenor. Übernimm du bis dahin das Steuer. Wenn wir weiterfliegen, dann stehen wir uns wohl noch mehr Gefahren bevor. Aber noch können wir umdrehen. Ob wir weiter auf Kurs bleiben und zum Südentor fliegen, hinter dem Lindblom fliegt, oder ob wir nach Alexandria umkehren, das entscheidest allein du. Wie auch immer, ich bleibe bei dir. Aber flieg den Kahn nicht völlig zu Schrott. Alles klar? So, erstmal will ich Position. So ist mir lieb. Sei vorsichtig zu sein. Hab keine Sorge. Warum? Warum hast du das gemacht? Du bist doch einer von ihnen. Dass du zwischen ihnen und mir keinen Unterschied ausmachen kannst, zeugt nur von deinem begrenzten Horizont, du armseliger Wurm. Selbst wenn es nicht deinesgleichen gewesen sein sollte, das geht entschieden zu weit! Was trauert ihr denen überhaupt hinterher? Wo die herkamen, gibt es noch viel mehr. Wer seid ihr Tenöre eigentlich? Ja, das würde ich mich auch mal fragen. Was seid ihr eigentlich überhaupt? Deswegen, das ist so ein Knackpunkt am Final 9, den ich ehrlich gesagt nicht so gern habe. Es wird nicht einfach alles erklärt. Wie zum Beispiel die Tenöre. Das wird eigentlich nie so wirklich, zumindest weiß ich es nicht, es wird nie wirklich gesagt, woher die einfach kommen. Und dann werden die einfach schnell am Anfang des Spiels abgefrühstückt. Finde ich ein bisschen sehr schade. Oho, damit hätten wir alle beisammen. Drei Schmalzfliegen mit einer Klappe. Antworte mir gefälligst. Was hättet ihr denn schon davon? Ihr habt doch sowieso gleich alles hinter euch. Wer sich mir in den Weg stellt, ist dem Tod geweiht.
Nicht wirklich.